hier im schönen Dossegarten finden die verschiedensten Veranstaltungen statt. Wir haben die Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstatt, die Waldring-Grundschule mit ihrer Garten-AG, Ferienfreizeiten, Spiele-Nachmittage, auch in diesem Jahr eine Buchverlesung. Und heute freuen wir uns ganz besonders, den Imker Markus Volkmann zu begrüßen, der hier das Honigschleudern durchführt und den Leuten zeigt, wie der Honig ins Glas kommt. Ja, ich bin Markus Volkmann, Imker hier aus Wittstock. Ich imker seit 2015, habe ich mit meinem Opa zusammen angefangen. Der hat 60 Jahre vorher geimkert. Bin in keinem Bienenverein, ich mache das einfach so aus Hobby und mache nur das so, wie mein Opa mir das so beigebracht hat. Wir hatten hier die Idee, einfach mal für die Gemeinschaft, weil ich ja hier aus Wittstock bin, ein Bienenvolk hier in diesem Schulgarten zu stellen. Jetzt beginnt das Schauschleudern. Heute sind ja nicht allzu viele Gäste hier. Ist wahrscheinlich zu warm, aber wir machen es trotzdem. Wir fangen mal an und bereiten es vor, damit die Bienen auch lieb und freundlich bleiben. Deswegen werden wir hier ein bisschen smokern. Mit dem Smoker habe ich spezielle Kräuter drin. Heute mal Lavendel und ein bisschen Weidenholz, damit es ein bisschen länger glüht. Viele Imker benutzen eigentlich immer Tabak. Ich habe mich angewöhnt, mit dem Smoker Kräuter aus der Gegend einzusammeln. Beifuß, Lavendel, Rosenblüten. Das riecht immer schön und räuchert genauso und kostet kein Geld. Deswegen darf jeder mal riechen. Den schönen Lavendel. Die Bienen besmokert man, damit die denken, es brennt und damit sie sich verziehen und friedlich bleiben und keinen stechen. Weil die wollen ja ihren Honig eigentlich behalten. Noah, kommst du mit? Du darfst mit Schleier aufsetzen. Nicht nur Noah darf mit, auch die Zuschauer sind herzlichst eingeladen. Um die Vorführung noch anschaulicher zu gestalten, wird Markus die Waben herausholen. So, dann mache ich mal den Kasten auf. So richtig wohl ist mir nicht. Ihr seht dann ja schön die Bienen, wie sie krabbeln. Bevor wir den Honigraum rausnehmen, werde ich mal zuallererst den Bienenkasten öffnen und einräuchern. Man sieht, die kommen auch schon raus. Bei dem Wetter sind die auch nicht so besonders freundlich, aber wenn man so dem Abstand bleibt hier von 2 Metern, passiert eigentlich nichts. Ich mache heute mal ein bisschen mehr Rauch als sonst, damit die auch wirklich lieb bleiben. Einen Stich möchte ja keiner haben. Hier krabbeln die Bienen und fressen ihren Honig. Das ist eine dunkle Wabe. Die habe ich im Brutraum. Unten ist immer der Brutraum und oben ist der Honigraum. In dieser Art von Kasten. Ich guck mal, bis ich die Brut finde. Bisher ist nur Honig drin. Hier ist zum Beispiel eine Wabe, die ist etwas heller. Da sieht man auch so einen schönen Honigkranz ringsrum und in der Mitte haben sie es freigemacht. Da kommt demnächst die Brut rein von der Königin. Hier ist die Brut. Die fängt auch an zu schlüpfen, deswegen sind hier dann so ein paar freie Stellen. Das ist dann die schon geschlüpfte Brut. Ich erzähle mal kurz von dem Bienenleben im Sommer. Die Bienen leben so circa 30 Tage. Die Bienen schlüpfen ja dann aus ihrer Zelle, aus diesem 6-Waben-Bett, sage ich mal. Dann haben die Bienen erstmal, nachdem sie sich da freigefressen haben, die erste Aufgabe, ihr Bett wieder zu reinigen. Dann fressen die ihre Wabe aus, damit die wieder komplett sauber ist. Als nächstes haben sie die Aufgabe, die Königin zu füttern. Dann schnappen die sich Honig aus den anderen Waben und füttern damit die Königin. Nachdem die Königin gefüttert ist und ihre Zeit dafür rum ist, dann fangen die an, Bienensammler zu werden, sammeln den Honig. Und wenn die Sammelzeit vorbei ist, weil sie dann schon ein bisschen ältere Bienen werden, dann werden es Wächterbienen. Die passen dann auf den Bienenstock auf. Die sitzen dann meistens vorne und wehren Feinde ab, zum Beispiel die Wespen. Oder wenn jemand zu dicht vorne am Bienenstock zu lange verweilt, dann kriegt er natürlich auch gleich einen Stich ab. Ansonsten sind die Bienen eigentlich sehr ruhig. Ich arbeite mit der Karnika. Das ist eine Biene, die aus Bayern kommt. Da lasse ich mir auch jedes Jahr eine Königin zuschicken, die damit meine Linie so treu bleibt. Und die Bienenrasse ist jedenfalls sehr ruhig und ich imker da mit kurzer Hose. Das Problem ist nur, habe ich festgestellt, ich imker gerne ohne Schleier, aber wenn ich es dann zu lange mache und alle Völker durchgucke,
dann fangen die an zu stechen und zwar immer meistens direkt auf die Nase. Dann kriegt man immer so einen riesen Zinken. Nee, die Königin habe ich hier drin nicht gefunden, jetzt beim schnell durchgucken. Die wird weiter vorne im Kasten sein. So, hier sind die Bienen am Honigraum, hier sammeln die ihren Honig rein. Der Honig ist hier verdeckelt, den können wir gleich abschleudern. Besonders fleißig waren sie nicht. Hier ist fast nichts drin. Ich halte die mal in der Sonne, ob die ein bisschen dunkel sind. Die ist noch komplett leer. Hier im Schulgarten ist ja auch nicht in der Nähe, oder im Dossegarten ist ja in der Nähe nicht so ein großer, so eine große Tracht. Am Acker, am Rapsfeld oder beim Sonnenblumenfeld, das haben wir ja hier nicht. Die sammeln hier nur das, was in den Bäumen wächst. Hier ist ein ganz wenig drin. Vermutlich so viel beim ersten Schauschleudern hier. 2-3 Teelöffel. Die stellen wir hier in die Schleuder rein. Jetzt gibt es hier dieses Imkerbesteck, die Entdeckungsgabel. Damit wird der Honig entdeckelt. Damit nimmt man diesen Film, der vor dem Honig dranhängt, ab, damit der sich von der Schleuder auch rausschleudern lässt. Ansonsten bleibt der in der Wabe drin. Die Bienen haben ja auch die Wabe etwas ungewöhnlich gefüllt. Deswegen ist sie nicht schön glatt, sondern etwas wellig. Und beim Entdeckeln bleibt dann eben viel Honig an der Entdeckungsgabel. Man sieht ja, wie schön flüssig da ist. Der Tisch wird gleich schön kleben. So. Eigentlich gibt es einen Entdeckungstisch, den habe ich heute nicht mitgebracht, bloß diese Unterlage davon. Deswegen mache ich den Honig jetzt einfach hier mal am Baum. Den holen sich die Bienen nachher hier ab, hier schwirren die nachher schön rum. So, man sieht, wie der Honig tropft. Also der ist da frisch drin. Und jetzt kommt er in die Schleuder. So, das ist einmal vorschleudern, damit der Honig ein bisschen rauskommt. Da wir eine volle Wabe haben, lassen wir das ein bisschen ausdrehen, weil wenn man da eigentlich mit den Fingern reingeht, ist es gefährlich. Ich als Imker bin ein bisschen mutiger. Der ist schon gewohnt. Genau. Er kennt die Schmerzen schon. Ja. Dann drehen wir die Wabe um. Nicht nur die Schmerzen. Und dann schleudern wir nochmal. Weil beim Schleudern fängt das Ding dann durch die U-Bucht zu wackeln. Der Honig fließt jetzt runter in das Sieb hinein und dann in den Eimer. Ganz nebenbei habe ich erfahren, Honig, der nicht fest wird, ist kein echter Honig. Fest wird jeder Honig. Der erste Honig, den man schleudert, der wird am schnellsten fest. Das sieht man hier an dem Rapshonig. Zucker kristallisiert. Genau. Der Zucker ist da nicht drin, deswegen können eigentlich auch Diabetiker den echten Imkerhonig nehmen. Aber der kristallisiert ja trotzdem, das konserviert den Honig, deswegen hält der Honig eigentlich auch 2000 Jahre. Und umso später man den Honig geschleudert hat, umso länger bleibt er flüssig. Ja. Wenn man den wieder dünn haben will, kocht man den einfach wieder, kocht man Wasser auf, stellt ihn in ein heißes Wasserbad. Und dann geht er wieder. Genau. Ich finde an der Imkerei so interessant, dass der Honig so gesund ist, dass das auch regional produziert wird, finde ich ganz doll wichtig für die Pflanzen, für die Blumenwelt, für die Bäume, für alles. Also Bienen zu unterstützen, finde ich so wertvoll für die Natur, für die Gärten. Ich bin einfach begeistert. Der Honig schmeckt sehr, sehr gut von dem Imker. Und ich finde das ganz toll, dass es hier auch so einen Bienenstand hier gibt. Gibt's dann sonst noch was, was ich wissen müsste? So sehen die Königin aus. Die eine ist eine gezeichnete, die ich mir aus Bayern zuschicken lasse. Die hat eine Krone auf, sag ich mal.
Die hat eine Nummer drauf. Die hat eine Nummer drauf, genau. Dieses weiße Plättchen. Das kann man auf den Königin draufkleben und dann findet man die eigentlich schneller. Wie kriegt man das hin, wenn man die auf dem Finger hat, das darauf zu kleben? Da gibt es spezielle Techniken, wie man die einspannt und dann mit dem Kleber schnell draufklebt. Ein lehrreicher Nachmittag geht zu Ende. Über Bienen viel erfahren und zum Glück nicht gestochen worden. Aber wenn es passiert wäre? Wenn man mal gestochen wird von der Biene, ist es eigentlich das Wichtigste zuallererst, den Stachel rausziehen. Weil die Biene hat einen Widerhaken am Stachel, deswegen tut es so lange weh. Der Stachel bleibt stecken und pumpt etwas nach. Da ist wie so eine Schwengelpumpe, pumpt die nach und pumpt das Gift noch nachträglich, obwohl die Biene gar nicht mehr an einem dranhängt, das Gift hinein. Deswegen zuallererst Stachel rausziehen, danach kaltes Wasser rüber. Und wenn jemand ein bisschen größere Reaktion hat, dann hilft auch eine Zwiebel.